Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stronghold 3. Weiter geht es mit der dritten Mission der Blackstaff-Kampagne und die heißt Silverback's Book. Nachdem wir zuletzt ja eine Heimkehr gefeiert haben und die angreifenden Truppen von Rupert Silverback immer wieder zurückgeschlagen haben, werden wir nun heute also der Burg des mächtigsten Rattensohnes, so kann man es glaube ich sagen, einen Besuch abstatten und ich würde einfach mal vorschlagen, wir legen los mit Mission Nummer 3 der Blackstaff-Kampagne Silverbacks Burg. Auf geht's! Wir waren stärker, als er erwartet hatte. Silverback floh. Das ist deine Chance, sagte mein Bruder. Seine Burg befindet sich im Norden und er wird nicht bereit für dich sein. Wir nahmen seine Burg ein, bevor er Atem holen konnte. Seine Streitkraft war stark, aber wir hatten noch das Adrenalin des Sieges im Blut. Ihr seid den ganzen Tag marschiert und obwohl ihr wenige Truppen habt, müsst ihr das Vertrauen eurer Männer nutzen und jetzt angreifen, in der Nacht. Okay, ja, Silverback muss bezahlen für seine Schandtaten. Wir sollen seinen Bergfried erobern. Verlieren tun wir, wenn wir keine Truppen mehr haben. Ja, und das Adrenalin des Sieges pocht in unserem Blut. Das nehmen wir natürlich direkt mit und dass hier auch keine weiteren Hinweise mehr gibt. Die Aufgabe recht klar ist, würde ich sagen, legen wir los und versuchen, den Bergfried von Rupert Silverbacksburg zu erobern. Wenn wir uns das Ganze mal ansehen, die Lage. Ja, das sieht mir nach einer recht stattlichen Burg aus, die er da hat. Wo sind denn unsere Truppen? Da sind unsere Truppen. Bereit! 4 Schwertkämpfer, 21 Landsknechte, 15 Bogenschützen, 22 bewaffnete Bauern, 4 Sapeure und 2 Katapulte. Nicht gerade eine super starke Streitmacht. Hier haben wir Kampfhundzwinger, Lanzenträger, dann nochmal 2 Schwertkämpfer, nochmal einen weiteren inneren Ring. Uns das Ganze vielleicht auch mal so in der Übersicht an. Okay, hier hinten sieht sehr schwach aus, allerdings müssen wir dann an diesem Ding vorbei. Ich glaube, der raffinierteste Weg ist darum. Naja, der Regen ist auf jeden Fall auch am Start. Was haben wir denn hier Schönes? Einen kleinen Seitenweg, nur von Bauern bewacht. Da sollte doch einiges gehen. Ich guck mal gerade, wo der hinführt. Scheint nicht zum Bergfried, aber mit unserem Bogenschützen, mit einem gewissen Höhenvorteil, könnten wir da durchaus einiges wegholen, glaube ich. Und auch mit den Katapulten den Weg schon recht weit frei machen. Nun gut. Also würde ich sagen, ist das hier unser Weg, denn hier ist mir eine zu geballte Streitmacht, auch wenn es hier hinten gar keine Leute mehr gibt, aber der Turm. Die ganzen Streitkolbenkämpfer. Wir werden diesen Weg wählen und den uns so gut wie möglich schon vornherein Wie lautet der Plan? Frei machen. Am besten mit unseren Bogenschützen. Landsknechte bereit. Bogenschützen in Bewegung. Katapult bereit, mein Lord. Ich würde vorschlagen, wir holen hier erstmal diesen netten kleinen Kampfhundezwinger weg. So. Na los, mach kaputt das Ding da. Sehr gut. Wie lautet der Plan? Okay. Bewege Katapult! Eure treuen Bogenschützen. Soweit ich das gesehen habe, sind das hier echt nur bewaffnete Bauern. Das heißt, da werden wir recht schnell und einfach durchbrechen. So. Sollten uns eigentlich nicht allzu viel anhaben können. Die halten ja nun nicht wirklich viel aus. Tja, den Bergfried erobern. Sieht nicht so einfach aus, aber ich denke mal, das ist ein ganz guter Weg hier, die Burgbesatzung da von außen mit den Bogenschützen zu schwächen und vielleicht auch schon ein paar Mauern mit den Katapulten durch diesen Höhenvorteil auf dem Seitenweg einzureißen. Ja, Katapult bereit, my lord. So. Das war's mit den Bauern. Dann reißen wir doch mal die Fallfallen ab. Weil dann können wir auch hier oben schon mal hin und da schon mal ein paar von den Jungs umnieten. Unsere Bögen werden singen. In Vorbereitung!
Das dürfte sich als nützliches in Vorbereitung kleines Nebenod erweisen. Okay, sauber. Brechen auf! Dann dürfen die Katapulte dort schon mal vorrücken. Auf die Plätze, Männer! Und die Bogenschützen genauso. Ich guck gerade, ob wir hier feindliche Bogenschützen haben. Ich glaube, der Turm ist zu weit weg, also das ist erstmal safe soweit. Wir bewegen uns. Und 15 Bogenschützen sind ja auch jetzt nicht gerade wenig. Lass die da einfach mal ein paar von den Jungs wegknallen. Sauber. Die Landsknechte sind auch zu schlecht gepanzert, um hier langfristig uns entgegenzutreten. Okay, jetzt haben sie da einen Schwertkämpfer getriggert. Baumeister zu Diensten. Den sollen sie erstmal ein wenig bearbeiten. In Vorbereitung. Bewege Katapult. So. In Vorbereitung. Katapulte, bitte hier mal ein bisschen was machen. Oh, der wird hier aber auch nicht durchkommen, der Schwertkämpfer. Zack, sauber. Gebt uns nur ein Ziel. Bogenschützen, bereit machen. Gehen in Stellung. Bogenschützen schon mal ein wenig vorrücken. Und da hinten habe ich auch oh ja. Schöner Tag, eure Hoheit. Feindliche Bogenschützen gesehen. Das heißt, eventuell müssen wir da sogar ködern. Stehen zur Verfügung. Aber das wäre jetzt nicht so das Problem. Denn die Bogenschützen sind, glaube ich, recht wichtig. Also die will ich ungern verlieren. So, das Ding können sie gar nicht angreifen, warum auch immer. In Vorbereitung! In Vorbereitung! Bewegen uns! In Vorbereitung! So, den Kampfhundezwinger wollen wir da ja auch noch kurz plätten. Sauber. In Vorbereitung. Und hier das kleine Gehöft können wir auch noch platt machen. Gebt uns etwas zu tun. So, hier in der Mauer gehen lässt los. Sich nichts machen. Ich versuche nur mal ein bisschen vorzurücken. So. Da haben wir jetzt drei Bogenschützen. Braucht ihr etwas? Gebt uns nur ein Ziel. Wollen wir doch mal sehen. Bisschen vorrücken. Die Bauern werden natürlich geopfert. Bisschen früh, oder? Auf die Füße, Jungs. Unsere Sehnen sind gewachsen. So, vorwärts. Auf die Plätze, Männer. Die sollten jetzt eigentlich treffen können. Sauber. Das haben die Bogenschützen sehr gut gemacht. Also los dann. Die Bauern haben das natürlich auch gut gemacht. Oh, da sind wir ein bisschen zu nah rangegangen an die Streitkolbenkämpfer. Ach, an die Streitkolbenkämpfer, an die Landsknechte. So, den Bogenschützen nochmal wegholen. Das ist ein von unseren Bogenschützen erwischt, leider. Katapult bereit, ja, das ist eigentlich nicht so wild. Ja, Freier. Augen auf, Männer. So, hier haben wir jetzt erstmal alles geplättet, was in Reichweite war. Ja, und das sieht schon mal recht gut aus. Werdet ihr uns brauchen? Ihr könnt auch schon mal vorrücken. Wir sind bereit. Die Männer sind guter Dinge. Und hier haben wir auch noch ein paar Streitkolbenkämpfer zumindest, die mal aus dem Mäulchen bekommen können. Bogenschützen in Bewegung. Ich glaube, wegen den Bogenschützen da oben. Wir kämpfen tapfer. Meine Füße tun weh. Würde ich nochmal gerne die Bauern dazu holen. Dass wir die auch geplättet bekommen. So, Katapulte sind auf dem Weg. Ja, sehr gut. Tja, Silverback wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Hier hat er eine ganz ordentliche Verteidigung, aber hat doch einige Schwachstellen. Euer Zeichen, Sire? Diesen Weg hat er einfach zu schwach bewacht. Gut, gut. So einfach ist das. Oh, ein Befehl. Was sagt ihr, Malot? Wo ist der Feind? Jo. Malot? Da ist jetzt ja schon mal eine ganz gute in Vorbereitung. Bresche geschlagen. Und hier machen wir schön weiter. Dass wir hier einfach außenrum zum Bergfried durchspazieren können, praktisch. Wieder in Bewegung. Eure treuen Bogenschützen. So, Bogis. Folgt unauffällig. In Bewegung. Den Bauern. Unsere Sehnen sind gewachsen.
Gut zielen, Männer! Und jetzt nietet sie um. Unsere Bögen werden singen. Na los. Ziel anvisieren! Okay, ein Bogenschütze ist gereckt. Feuer! Nun sind ein paar Streitkolbenkämpfer durchgekommen. Wir werden angegriffen. Okay, wie viele Bogenschützen haben wir noch? Wir sind eure Leute. 12 ist in Ordnung. Wenn wir hier gleich durchkommen. Jo. Werden die so ziemlich platt gemacht. Sire, befehligt uns. Hört auf, die Sapeure zu kommandieren. Bitte nicht in den Kampf. Sauber. Wie können wir dienen? Okay, ihr noch ein bisschen nach vorne. Wir sind bereit. Ihr habt jetzt hier alles. Sehr gut. Wir sind eure Leute. Okay, dann dürfen die Bogenschützen auf die Plätze, Männer. Nochmal weiter den Weg hochrücken. Oh ja? Ich denke mal, die Bauern können schon wieder zum Rest der Armee zurückkehren. Baumeister zu Dienst. So, den Burgknoten da nochmal platt machen. Braucht ihr etwas? Und den vielleicht auch, der steht da so nervig. Gebt uns etwas zu tun. Den werden wir nachher mit hochnehmen. Gebt uns nur ein Ziel. Da kann ich nicht hin, Sire. So. Die Männer sind guter Dinge. Die könnt ihr noch nicht abknallen hier. Ärgerlich. Ja, natürlich erstmal auf die unschuldige Mutter, das habe ich mir gedacht, ihr kleine Schweine. Na gut, dann wollen wir es mal von hier oben probieren. Oh, das sieht doch gut aus. Armbrustschützen schon mal da runterholen. So, und jetzt kommen ein paar Streitkolbenkämpfer an, aber die sollten eigentlich nicht allzu viel ausrichten können. Neue Befehle? Ja, Sir. Werdet ihr uns brauchen? Wäre mir ganz lieb, wenn sich die Landsknechte ein bisschen aufteilen, damit sie nicht alle gleichzeitig ihre Speere schmeißen. Sauber. Euer Gnaden? Stehen zur Verfügung. Bewegen uns. So, ihr nehmt da hinten noch das letzte Teilchen der Mauer hoch. Die Armbrustschützen kommen noch, ne? Kommen die Armbrustschützen noch? Ich habe keine Ahnung. Ja, Sire. Die Bogenschützen haben auf jeden Fall mal ihren Job gemacht. Wir können zurückkommen. Ah ja, da sind die Armbrustschützen. Guck mal einen an. Fleißig mit dabei. So. Sir. Stecht sie mit Gabeln. Schön plätten die Jungs. Die sollten ja im Nahkampf nicht allzu viel Widerstandsfähigkeit haben. Bereit. Es ist ein Gemetzel. Und jetzt könnt ihr auch schon mal den Ritter da hochnehmen oder den Schwertkämpfer. Neue Befehle, Sire? Sauber. Sire, befehligt uns. Dann dürfen sich die Sapeure schon mal an der Wand zu schaffen machen. Unsere Schwerter sind die euren. So, wo sind die Katapulte? Bereits angekommen? Ja, sehr schön. Braucht ihr etwas? Dann dürfen die da nochmal ein bisschen Party machen. Und die Bogenschützen sind auch bald da, sehr gut. So, und klammheimlich reißen wir jetzt hier die Welle von Silvermexburg ein. Katapult bereit, my lord. In Vorbereitung. Schön Platz für uns machen hier. Wir können alles abreißen. Dann macht es bitte auch. So, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu nah rangehen, aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Bereit machen. My lord. In Vorbereitung. Hier haben wir jetzt auch echt genug Platz. Auf euren Befehl. Mit erhobenem Haupt. So, dass wir hier außen mal schön durchsweepen können. Da fallen sie ein in der Nacht. Werdet ihr uns brauchen? Schön weit weg hier von allem. Stehen zur Verfügung. Die Mühle kann auch nochmal geplättet werden. Gefällt mir gut, wie wir es angegangen sind in dieser Mission, aber das ist wahrscheinlich auch
so wie man es machen soll. Sire, befehligt uns. Der Weg. Tja, und hier ist jetzt alles leer geräumt. Ich denke, die Bogenschützen dort oben werden uns auf diese Reichweite nicht erreichen können. Nee, die bleiben ruhig, die sehen uns in der Nacht gar Katapult nicht. Katapult bereit, my lord. In Vorbereitung. Das ist auch gut so. Werdet ihr uns brauchen? Schleichen sie sich durch unsere Massen. Und die Eroberung des Bergfrieds sollte mit der Besatzung da jetzt eigentlich kein Thema mehr sein. Wir kämpfen tapfer. Tja, und die Burgbesatzung hat keine Ahnung, dass wir überhaupt da sind. Ja, Sir. Achtung. Wo ich die Werdet Gebäude auch nochmal hochnehmen. Die brauchen sie ja nicht mehr. Männer an die Waffen! So, das wird auch noch kaputt machen. Wieder marschieren wir! Gute Arbeit und vorwärts. Wie können wir dienen? Das ist unmöglich. Katapulte können wir da oben Stellung beziehen. So, die Bogenschützen locken schon unsere letzten Hürden auf dem Weg zum Bergfried an. Neue Befehle, Sire? Tja, die sind fast schon down, bevor die überhaupt angekommen sind. So, die Bauern stürzen sich tapfer ins Gefecht, genauso wie die Sapeure. Werdet ihr uns brauchen? Macht sie fertig, Männer! Zack! Speere, vorwärts! Neue Befehle, Sire. Dann rückt doch mal ein wenig vor, Ladies. Sire, befehligt uns. So, keine Ahnung, ob das Silverback ist oder einer seiner Getreuen. Auf jeden Fall wird der Typ nicht mehr lange leben. Wir sind bereit. Rauf auf die Welle! Ah, er wehrt sich tapfer, aber das hat ihm dann doch zu viel gegeben. So, Bergfried. Jetzt müssten wir dich doch eigentlich erobert haben. Was sagt ihr, my lord? Silverback wurde gefangen genommen. Die Burg ist unser. Eigentlich haben wir ihn doch gerade abgeschlachtet, dachte ich. Naja. Hat trotzdem alles sehr zu meiner Zufriedenheit geklappt, muss ich sagen. Ja, eigene Verluste, sehr, sehr wenig Punkte verloren. 160 Punkte insgesamt geholt. Den Bergfried haben wir erobert. Getötete Truppen 82, 24 verloren. Das ist für eine Belagerung sehr, sehr gut. 7 zerstörte Gebäude. Ich würde mal sagen, das war eine sehr gelungene Belagerung bei Nacht. So. Ja, und in der nächsten Folge wird es anscheinend wieder poetisch, denn bei Mission Flee der Blackstaff-Kampagne müssen wir mit der Rache der Ratten rechnen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao!